Herzlich willkommen vom Ferdinand Leitner TV. Jetzt schauen wir mal, ob wir noch sehen, wo der Mischer hinfährt. Und wir bewegen uns langsam Richtung Stadtbahntunnel, Baustelle. Ja, offensichtlich macht er das auch. Da gehen wir doch gleich mal mit. Und da sehen wir auch schon den Betonkübel. Also Stadtbahntunnel Richtung Hauptbahnhof, kurz vor dem Bestand, wird betoniert und da drüben wird die Straße aufgefressen. Das schauen wir uns gleich noch an. Aha, das sieht doch aus wie die Bodenplatte für die Fahrspur zum Hauptbahnhof. Wenn Sie meine Videos anschauen möchten im Internet, bei YouTube. Nee, schau ich. So, wir laufen noch ein Stück weiter, bis der Kübel zurückkommt. Vielleicht sehen wir, was hier veranstaltet wird. Das muss irgendwas Kurzfristiges sein. Vielleicht eine Störung im Kanalisationssystem. Ja, und bis der Kübel zurück ist, gehen wir mal auf die andere Seite und schauen hier runter. Ah, da wurde weitergeknabbert am Bestand, am alten Tunnel. Jetzt wird es ein bisschen ein Blindflug, weil der Arm so weit über der Brüstung, dass ich auf dem Display nichts mehr sehen kann. Da bin ich gespannt, was ich aufgeschnappt habe, wenn ich zu Hause anschaue. Und ein Schwenk nach rechts. Pausenhof, König-Katharina-Stift. Der alte Nesenbach, da wird offensichtlich was dran gearbeitet. Also, für alle, die neu auf dem Kanal sind, der alte Nesenbach-Kanal, der lief mal hier quer gerade durchs Bild, so in den 1960er Jahren, dann kam der Stadtbahntunnel und vielleicht kann man es erkennen, wie hier die Schillerstraße zu uns her abfällt. So auch die Tunnel. Und damit der Nesenbach-Kanal auch noch Wasser transportieren konnte, damit es fließt, hat man hier so einen großen Bogen rum gemacht. Und da steckt jetzt noch ein Stück von dem Bogen drin. Hier unten, wo der Asphalt noch seine Spuren der verschiedenen Öffnungen hat. Und dieser Bogen ist genau bis dorthin noch vorhanden. Ja, den Stadtbahntunnel selber konnte man hier noch nicht bauen, weil eben noch der Nesenbach-Kanal
der Nesenbach-Tunnel hier lief. Jetzt ist der neue Nesenbach in Betrieb und zwar läuft hier die Gefällstrecke. Na, hier läuft es erst noch rüber und dann kommt die Gefällstrecke hier drüben. Dann kommt der Düker unterm Bahnhofsdruck durch. Drüben die Steigstrecke funktioniert wie ein Siphon. Und ist in Betrieb. Noch ein Blick. Für alle, die schon ein paar Mal gesehen haben, kennen schon auf den Anschluss Stadtbahntunnel zur Haltestelle Staatsgalerie. Jetzt muss ich aber ein bisschen schnell sein. Also hier ist der Anschluss. Und da drüben ist der Kübel. Da wollen wir doch einmal zuschauen. So, dann mit dieser Matsche verabschiede ich mich. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.